Es ist Zeit, mal wieder Danke zu sagen. 2000 Abonnenten. Ey Leute, das ist echt der Wahnsinn. Es macht mich total glücklich. Es rührt mich und ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer vielen, vielen Dank. Echt von Herzen Dankeschön. Als ich im Juli diesen Jahres angefangen habe, ich hätte bei weitem nicht damit gerechnet, dass sich so viele Leute für das interessieren, was ich hier so mache. Ja, deswegen, ich bin beeindruckt, ich bin begeistert und dankbar und möchte an dieser Stelle natürlich was zurückgeben. Ja, deswegen herzlich willkommen zu meinem 2000 Abonnenten-Verlosungsvideo. Ja, da es 2000 Abonnenten sind und ich so viele Leute wie möglich von euch glücklich machen möchte, habe ich ja nicht nur immer mal wieder eine Verlosung, das seht ihr auch unten in der Infobox immer wieder, da schreibe ich euch ja auch immer rein, wenn aktuell Verlosungen laufen, sondern ich möchte in dieser Runde, in diesem Video tatsächlich zwei Boxen verlosen. Also zwei Leute gewinnen etwas. So. Die Boxen habe ich für euch zusammengestellt und ihr könnt euch dann entscheiden, welche von den beiden Boxen ihr haben möchtet. Das müsst ihr einfach unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr die Box Nummer 1 haben möchtet oder die Box Nummer 2. Jeder kann auch einmal teilnehmen und ja, dann solltet ihr in euren Kommentar eine Frage reinschreiben, denn ich möchte gerne mal irgendwann demnächst ein Q&A drehen, also im nächsten Jahr. Und ja. Einfach unten in die Kommentare einen lieben Kommentar schreiben, am besten dem Video einen Daumen nach oben dalassen und auch in den Kommentar reinschreiben, welche Box ihr haben möchtet und eine Frage. Und so nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und ihr müsst natürlich auch Abonnent meines Kanals sein. Das wäre auch ein kleines, aber feines Kriterium. So, ja. Die Verlosung läuft bis zum 31.12.2018 um 23:59 Uhr. Den Gewinner werde ich dann per Direktnachricht benachrichtigen und der sollte sich dann entweder per E-Mail oder per Instagram innerhalb von einer Woche bei mir melden, sodass ich dann die Box auch schnell rausschicken kann und die dann auch bei dem glücklichen Gewinner oder bei den zwei glücklichen Gewinnern entsprechend eintreffen kann. So, und jetzt möchte ich euch gerne die beiden Boxen einmal zeigen. So, in der Box Nummer 1, ich packe euch auch einfach mal so einen Gutschein mit da rein. Das ist jetzt hier von meinem Müsli. Das hatte ich jetzt letztens in der Glossy Box mit drin und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht macht es ja jemanden glücklich. Ich habe das damals mal irgendwann bestellt und fand es super. Dann habe ich hier mit drin eine Mascara Illusion Eyes von Love. Von I Want You Naked ein Kokosmilchbad. Dann habe ich hier einen Nagellackhalter, den hatte ich in der Pink Box drin. Zwei Nagellacke von Douglas, das ist einmal die Farbe und der Topcoat. Eine Handcreme von Nivea. Hier sind zwei Washis drin. Ein Isana Duschgel Wild Like the Ocean mit Kokos- und Jasminduft. Ein Parfüm von Yves Rocher, So Elixir Purple, Eau de Parfum. Ohrringe. Ein Lippenstift von Estée Lauder, Pure Color Love. Das ist ja, ein lilafarbener. In der Farbe 485 Violet Ray. Ich hole euch den auch mal raus, weil die Verpackung oder beziehungsweise ja, der Lippenstift ist wunderschön. Eine Lippenpflege von Carmex. So ein Pöttchen. Eine Hornhautentfernungsfußmaske. Sweet Apple Pie von Triacle Moon. Schmusewonne Badeschaum. Ein Nagellackentferner von Ebeline Frosted Berries. Eine Peel-Off-Maske von Balea Time to Glamour. Eine Herzchenkette, die sieht man jetzt hier nicht so gut drin. Da ist ein kleines silbernes Herzchen mit dran. Von Bare Minerals Nothing Beats the Original. Eine Original Foundation in der Farbe Medium Beige 12. Und das ist die, wo der kleine Mini-Kabuki mit drin ist. Das hatte ich euch in meinem Flaconi-Haul letztens ja auch gezeigt. So niedlich klein. Ja, ich finde ihn umwerfend, wirklich. Eine Parfümprobe von Boss The Scent. Und
und last but not least eine Lidschattenpalette von Love, The Rose Copper Eyeshadow Palette. Und hier sieht man hier oben die Farben. Wenn ihr dieses Set gewinnen möchtet, dann schreibt neben eurer Frage in die Kommentare auch rein, dass ihr die Box Nummer 1 haben möchtet. Wenn ihr die Box Nummer 2 haben möchtet, dann würdet ihr diesen Inhalt bekommen. Und zwar packe ich auch hier so einen Gutscheincode mit rein. Auch der war in der letzten Glossy Box mit drin, der ist von HelloFresh, so ein 30€ Rabatt. Dann von Daily Concepts Your Facial Mini Scrubber with Smart Technology. Das ist so ein Gesichtsreinigungstuch. Zwei Taschenwärmer in Herzchenform. Ein Lippenstift von Revolution in der Farbe Amazing Lipstick Affection. Ein Lip Liner von BH Cosmetics in Waterproof in der Farbe Sorbet. Von Roger & Gallet. Das ist eine Bodylotion und zwar ist das Fleur d'Osmanthus. Ein Nagellack von Barbour in der Farbe 09 Salmon. Von Lancôme eine Mascara-Probe oder Luxusprobe ist das ja viel mehr. Und zwar ist das die Hypnose-Mascara. Auch hier Ohrringe. Von Isana ein Duschgel Free Like a Bird mit Rosen- und Vanilleduft. Von Lancôme ein Advanced Genifique Youth Activating Konzentrat. Das ist so eine kleine Luxusprobe. Auch hier gibt es eine Herzchenkette mit drin. Die ist aber in Gold und in etwas mit einem größeren Herz, würde ich mal so sagen. Ein Lippenpflegestift von Tony Moly in einem interessanten Design. Von Mina einen Lip Primer. Auch hier gibt es Hornhautentfernungssocken, aber das sind etwas andere. Von Catrice Prime & Fine Professional Contouring Palette. Von Balea Badesalz Erholsame Momente. Von Origins eine Overnight Maske. Von iHeart Makeup die Unicorn Love Palette. Hier hinten drauf siehst du die Farben. Eine Parfümprobe von Versace Parfum Dylan Blue Eau de Parfum. Und so sieht ihr Flakon aus. Und hier ist das letzte Produkt, Boss The Scent For Her. Ein Full-Size-Produkt und zwar sind da drin 30ml. Wenn ihr diese Box haben möchtet, dann schreibt ihr einfach unten in die Kommentare, zusätzlich zu der Frage, die ihr stellt, einfach, dass ihr die Box Nummer 2 haben möchtet. So ihr Lieben. Das war's jetzt und ja, ich hoffe, euch gefallen die Produkte und ja, ich habe einfach eine bunte Mischung in jede der beiden Boxen reingepackt und ja, freue mich auf jeden Fall über beide Gewinner und bin ganz gespannt. Ja, bis 31.12. läuft die Verlosung und Mensch, ihr seid einfach total super. Ihr seid echt geil. Ich habe euch alle ganz, ganz doll lieb und finde es so schön, dass ihr immer so liebe Kommentare schreibt und mich so unterstützt und ja, mich supportet. Das ist genau das gleiche wie unterstützen, genau, dass ihr einfach da seid. Das finde ich echt cool. Dankeschön und ja, mit den beiden Boxen möchte ich an dieser Stelle jetzt erstmal Dankeschön sagen. Ja, und ansonsten macht euch einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen, fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ja, ich verlinke euch hier oben einfach mal meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, die ich 2018 so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite könnt ihr, wenn ihr möchtet, mich einmal kostenlos abonnieren. Lasst es euch einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!